Moin Moin und herzlich willkommen bei diesem Core X-Lite Test Video. Ich freue mich so sehr, dieses Video jetzt veröffentlichen zu dürfen, weil von dem Punkt, wo wir angefangen haben zu testen, bis heute sind mehrere Monate vergangen. Das auch aus wirklich gutem Grund, weil wir den Kite unter verschiedenen Bedingungen durchgetestet haben. Ich finde es immer wieder spannend, einen Kite zu nehmen, der ein Specialized Kite ist, so wie der X-Lite, und ihn mal zu versuchen, in verschiedenen Disziplinen des Kitesurfens zu positionieren, um zu gucken, was er denn auch in diesen Bereichen kann. Was mich beim Auspacken des X-Lite Kites nicht überrascht hat, war natürlich, dass der Kite nur ein Strut in der Mitte hat. Das hat den ganz großen Vorteil, dass wir hier sehr viel Gewicht bei dem Kite einsparen können, müssen dafür aber logischerweise in Kauf nehmen, dass der Kite nicht so formstabil ist wie manch anderer Kite mit mehr Struts, beispielsweise mit 5 Struts zum Beispiel. Die Gewichtseinsparung ist hier natürlich super wichtig. Was mich in dem Zug aber überrascht hat, war, dass wir hier das Core Triple Ripstop Tuch haben. Also umso fester das Tuch ist, umso schwerer wird das Tuch. Und man kennt es beispielsweise von den Leichtwind-Kites in 15, 17, 19 Quadratmeter, dass da ein Single Ripstop Tuch verwendet wird, um Gewicht einzusparen. Der Nachteil von einem Single Ripstop Tuch ist aber, es mag zwar leichter sein, aber es ist verschleißanfälliger und die Lebenszeit von dem Tuch ist begrenzter, als es bei dem Triple Ripstop Tuch der Fall ist. Das war eine große Überraschung für mich. Genauso, und das ist dann immer wieder das, was ich so geil finde, ist immer diese Liebe zum Detail. Wenn wir uns jetzt mal hier die Anknüpfstellen anschauen, um die Steuerleine anzuknüpfen. Nebenbei bemerkt, es gibt hier nur eine Position, also ihr könnt hier nichts daran verstellen. Die Leine, wo ihr das anknüpft, ist genau die gleiche Leine, zumindest fühlt sie sich genauso an, wie die Leine, wie die Leinen von eurer Bar. Als bekannt vom Core Nexus Kite haben wir hier das von Core getaufte CIT-System. Ihr habt hier drei Knoten, die ihr verstellen könnt, um die Position von euren Kite im Windfenster zu verändern. Wenn wir uns die Fronttube anschauen, das Material von der Fronttube wird als Core Exotech Light Material bezeichnet. Das ist auch eins der ersten, an die mir aufgefallen sind. Um Gewicht einzusparen, haben die hier ein anderes Material wie bei den ganzen anderen Core Kites verwendet. Und in der Mitte angekommen, könnt ihr sehen, dass hier dieser kleine Chip, den ihr reinsteckt ins Ventil, um aus dem Kite die Luft rauszulassen, da fehlt die Tasche, um Gewicht einzusparen. Finde ich ganz witzig. Ich hätte mir aber gewünscht, dass da tatsächlich diese Tasche dran ist, weil ich mich öfter auf dem Wasser erwischt habe, dass ich nach oben geguckt habe und kurz gedacht habe, dass das Ventil auf ist, und dabei war das nur dieser Chip, der raus geschaut hat. Was ein Kite tatsächlich in seinem Gewicht sehr stark beeinflusst, ist tatsächlich nicht das Tuch oder sowas. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Core sich hier für das festere Triple Ripstop Material entschieden hat, weil es gibt natürlich dem Kite aufgrund der fehlenden Struts, gibt auch so ein Tuch dem Kite eine Festigkeit und Formstabilität. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund für die Entscheidung. Aber das, womit man ganz viel Gewicht einsparen kann, ist der Bladder. Es gibt zum Beispiel auch von Elevate den Elevate OS Kite, One Strut Kite, der auch für die Foiler entwickelt wurde. Und da haben die eine sehr hohe Gewichtseinsparung durch einen leichter verwendeten Bladder realisieren können. Okay, das war's. Ganz kurz der Überblick zum Material. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar die Abströmkante. Damit das Tuch nicht so stark beschädigt wird, ist natürlich wie bei allen anderen Kites das Tuch hier einmal doppelt genäht worden. Also es wurde einmal umgeklappt und angenäht. Und wir haben hier unten solche kleinen, wir haben hier eine Segellatte eingebaut und hier haben wir sowas, es fühlt sich an wie Kunststoff oder Stoff, Plastik, irgendwie sowas in der Art, um auch hier das Flattern des Tuches zu reduzieren. Line-Abweise haben wir logischerweise nur an den Tipps. Und ich glaube, das war's zum Material, und wir setzen uns jetzt wieder zurück an den Tisch und sprechen darüber, wie geil der Kite auf dem Wasser ist. Zum Anfang des Videos habe ich ja gesagt, dass ich den Kite in verschiedenen Disziplinen getestet habe, um zu gucken, wie er da tatsächlich performt. Und nachdem ich das erste Mal auf dem Foil unterwegs gewesen bin, habe ich gesagt, oh,
Ich meine, ihr wisst es ja, ich liebe Directional Board fahren und Welle, ne? Und ich bin dann mit dem Kite nach St. Peter-Ording gefahren und habe den da in den kleinen St. Peter-Ording Wellen getestet und fand den richtig geil. Also für die Welle ist der Kite richtig cool. Jetzt mal den X-Slide in 8 Quadratmeter aufgebaut. Ist ziemlich groß. Ich hätte nicht gedacht, dass der Wind so stark ist. Ich muss den Kite komplett depowern. Die Idee ist, warum ich den benutze, aus dem Voll ist mir aufgefallen, dass der richtig schnell ist, sich leicht aus dem Wasser starten lässt und genug Zug aufbaut. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt auf dem Directional Board ist. Ich glaube, dass auf dem Directional Board echt gut funktioniert. Was ein bisschen stört bei so viel Wind, ist das Flattern vom Tuch. Aber es ist jetzt einfach so. Wir testen mal. Welle ist der Kite richtig cool. Habe ich anfangs gedacht und jetzt muss ich tatsächlich die Aussage wieder revidieren. Ist er nicht so richtig geil. Ich habe dann die ersten kleinen Stürme hier in Deutschland abgewartet, bin dann nach Holland gefahren und da bin ich mit dem 6er Core X-Lite Kite in der Welle gewesen und der ist so geil auf dem Directional Board, weil der Kite fühlt sich einfach direkt leicht an. Sobald die Leinen durchhängen oder so, es ist der Kite, der auch bei durchhängenden Leinen mir das Gefühl der maximalen Kontrolle über den Kite immer noch geben kann, was mich total begeistert hat. Und jetzt kommt es aber, wo mich der Kite echt abgefuckt hat und längst den Kite von links nach rechts. Das Tuch ist so am Flattern auf dem Directional Board, wenn man die Bahn nach vorne schiebt bei 30 Knoten mit einem 6er Kite. Also der hat richtig Druck drauf. Wirklich, die Performance von dem Kite ist so geil, aber die Akustik davon. Und deshalb muss ich sagen, oh, man kann ihn benutzen, man muss aber auch damit rechnen, dass das Flattern vom Tuch zu einem höheren Verschleiß des Kites führen wird. Und deswegen würde ich euch tatsächlich raten, mit dem Kite nicht auf dem Directional Board so viel unterwegs zu sein. Probiert es aus, ihr werdet echt Spaß damit haben, aber da gibt es tatsächlich den Nexus Kite, den ich dann an den Tagen lieber auf dem Directional Board wieder genommen habe, als den X-Lite. Super schade. Eine zweite Sache, die ich erlebt habe mit dem X-Lite in den kleinen Wellen war, dass es echt ein spooky Gefühl ist, wenn euer Kite zwischen den Wellen wirklich komplett verschwindet. Dadurch, dass ihr nur einen Strut in der Mitte habt, kann das mal passieren, dass sich Wasser auf das Tuch drauflegt und der Kite in sich so zusammenklappt, dass ihr euren Kite nicht mehr sehen könnt. Und es war wirklich so, dass ich wirklich keinen Tipp, nichts, irgendwas von dem Kite sehen konnte. Und das war wirklich für einen Moment, war das echt spooky. Nachdem ich den Kite das erste Mal auf dem Foil getestet habe, kam für mich in Frage, ich muss unbedingt in die Welle damit und ich muss unbedingt meine Schulung benutzen und leichten Fahrern geben. 12 bis 15 Knoten mit einem 10er X-Lite Kite. Der Relaunch so einfach. Und wenn man die Bahn nach vorne schiebt beim Relaunch, oder sowas, dann hat der Kite einfach nicht so einen Druck. Wirklich nimmt den Leuten die Angst. Der hat eine wirklich sehr direkte, tolle Steuerung, eine hohe Depower und eignet sich so gut für die Schulung. Und jetzt eine Frontline. Jetzt mit den rechten. Und jetzt die beiden mittleren. Die beiden mittleren. Genau, so. Genau. So, und jetzt nochmal eine mittlere. Nochmal, und fahr nach vorne. Sehr schön, jetzt hast du einen Russenstart gemacht. Und hopp. Und hochlenken in den Kite. Wofür der X-Lite Kite ausgelegt wurde, ist ja definitiv das Foilen. Und wenn wir über das Foilen sprechen, sollten wir das auch nochmal ganz schnell in zwei Kategorien einteilen. Einmal die Leute, die Foilen richtig abfeiern, die nur noch im Foil unterwegs sind und das richtig gut drauf haben. Und Einsteiger und Aufsteiger, wo ich mich eher dazu zählen würde. Ich kann auf beide Kategorien eingehen. Hier ist es vollkommen logisch. Hierzu habe ich Freunde gefragt, die deutlich besser kiten als ich, dass die den Kite mal testen. Ich habe den Kite
Kunden mitgegeben als Leihgabe, dass sie ihn ausprobieren können und habe da eine ganze Menge Feedback bekommen. Wenn wir über den Bereich der Einsteiger sprechen, muss ich tatsächlich sagen, obwohl es ein Specialized Kite ist, ist es nicht so, dass der Kite nur für Leute ausgelegt ist, die richtig gut foilen, sondern er nimmt auch Anfänger an die Hand. Kleiner Exkurs, beim Core Section Kite ist das so, die Erfahrung habe ich leider machen müssen, dass der Section Kite wirklich was in der Welle für richtig gute Leute in der Welle ist und nicht für Leute wie für mich. Für mich funktioniert der Nexus Kite in der Welle deutlich besser als der Core Section Kite. Hängt aber damit zusammen, dass ich nicht so gut in der Welle bin wie manch anderer, wofür der Kite entwickelt ist. Beim X-Kite ist es anders. Wenn ihr als Anfänger mit einem Foil unterwegs seid, werdet ihr ein paar Sachen sofort merken. Zum einen, wenn ihr den Kite, wenn ihr die Bar einlenkt, liegt die Strömung an dem Kite sofort an. Wenn ihr dann mal keine Leinspannung habt, ist es ein Kite wie kein anderer, den ich bisher geflogen habe, der mir bei durchhängenden Leinen immer noch so ein gutes Gefühl der Kite-Kontrolle und Kite-Steuerung gegeben hat, wie der Core X-Lite Kite. Der Kite hat einen ziemlich hohen Drift, der fällt nicht vom Himmel, das ist richtig faszinierend und das war auch der Grund, warum ich ihn auf dem Directional Board in der Welle unbedingt ausprobieren musste. Wenn der Kite dann wieder diese Leinspannung bekommt und sich fängt, ist das der große Vorteil beim Foilen, bei dem Kite, dass ihr vom Foilen nicht so einen Schlag in den Rücken bekommt, weil der Kite jetzt plötzlich wieder Spannung bekommt und dann wieder an Windfenster ranfliegt, sondern die Strömung liegt wieder an, die Leinspannung baut sich auf in einer sehr harmonischen Art und Weise, wie ich das bisher bei keinem anderen Kite miterlebt habe. Ein weiterer Vorteil für Anfänger ist, ihr könnt den Kite so gut kontrolliert mit keinen so krassen Kraftspitzen, wo der Kite euch irgendwie mal unerwarteterweise vom Foil runterziehen würde, könnt ihr den Kite mit einer Hand, und das ist das Geile auch auf dem Direction Board, mit einer Hand den Kite so leicht von der einen Seite des Windfensters komplett zur anderen Seite wieder rüberlenken und wieder zurück. Es hat mich total fasziniert mit dem Kite. Nachteil bei dem Kite ist die Relaunch-Eigenschaft von dem Kite. Der Kite ist nicht der beste Kite, wenn es um die Relaunch-Eigenschaften geht, im untersten Windbereich. Im obersten, bei normalen Wind, ich meine jetzt ein 10er X-Lite Kite bei mehr als 10 Knoten in der Kite-Schulung, für Anfänger richtig geil, komme später noch drauf zu sprechen. Aber wenn ihr den Kite bei ganz wenig Wind starten wollt mit einem Backside Relaunch, ist das tatsächlich eine gewisse Challenge. Frontline. Jetzt mit der rechten. Und jetzt die beiden mittleren. Die beiden mittleren. Genau, so. Genau. So, und jetzt nochmal eine mittlere. Nochmal. Da nach vorne. Sehr schön. Jetzt hast du einen Russenstart gemacht. Kommen wir zu der Disziplin von den Leuten, die es richtig drauf haben auf dem Foil. Da habe ich so gutes Feedback bekommen, dass einige gesagt haben, dass es wohl einer der besten, wenn nicht sogar der beste Kite fürs Foilen ist. Da kann ich nur das wiedergeben, was ich einfach so als Feedback bekommen habe. Die können genauso bestätigen wie das, was ich gerade eben gesagt habe. Es ist halt richtig schön, wie der Kite bei durchhängenden Leinen zu kontrollieren ist. Und die haben mir auch das Feedback gegeben, dass der Foil, dass der X-Lite Kite nicht nur mit einem großen Foil gut funktioniert, sondern auch mit einem Raceflügel sehr gut funktioniert. Fassen wir das Ganze mal zusammen. In der Kite-Schulung, ganz ehrlich, Kite-Schulen werden den Kite nicht kaufen, weil sie Schwierigkeiten haben, wenn den Kite nachträglich weiter zu verkaufen, weil einfach die Leute, die sich für einen X-Lite-Kite interessieren, davon gibt es viel zu wenige. Es ist ein Nischenprodukt. Dennoch muss ich sagen, wer einen X-Lite-Kite hat und irgendwie einen Kite, der das Kiten beibringen möchte, nimmt den X-Lite-Kite. Bei ordentlich Wind, ne, also 10er X-Lite Kite bei 10 Knoten, könnt ihr den Kite so leicht wie kaum einen anderen über eine Steuerleine am Windfensterrand starten. Wenn ihr die Bar nach vorne schiebt, habt ihr eine sehr, sehr, sehr hohe Deep Power. Wenn ihr die Bar ranzieht, baut der Kite nicht so hohe Barkräfte auf. Also der fühlt sich super leicht und soft an. Mit soft meine ich aber nicht ein schwammiges Gefühl, weil der Kite ist sehr direkt in seiner Steuerung. Auf dem Directional Board in den großen Größen funktioniert der Kite gut, es ist in Ordnung. Der Vorteil ist, bei den großen Größen, das Tuch flattert nicht so doll, weil einfach weniger Wind ist. Aber das Schöne ist, dass der 10er X-Lite sehr schnell und sehr direkt ist und einen sehr guten Drift hat. Es macht auf dem Directional Board Spaß. Ich werde aber weiterhin mit dem Core Nexus Kite oder mit dem Duoton Dice auf dem Directional Board unterwegs sein und nicht mit dem X-Lite leider. Fürs Foil, da wirklich das Feedback durchweg von allen Leuten, die den Kite getestet haben und von mir selbst als fortgeschrittener Anfänger des Foilens,
wirklich durchwegs positiv gewesen. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Wenn du Erfahrungen mit diesem Kite hast, würde ich mich freuen, wenn du einen Kommentar unter diesem Video hinterlässt. Mit welchen Leinenlängen hast du den Kite getestet? Welchen Eindruck hat der Kite auf dich gemacht? Das würde mich super interessieren. Und eine Sache, für die ich mich jetzt schon bei dir bedanken möchte, ist, dass du diesen YouTube-Kanal abonnierst, indem du gleich einfach nur auf den Abonnieren-Button unterhalb von diesem Video klickst, damit du keine Folge von diesem YouTube-Kanal verpasst. Vielen Dank dafür und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.